No. Se sudan nubes negras a su andar. Bien, taco bandas da. Brauchen wir 20, ne? Wir sollten überall bei jedem Furnace ein paar reinlegen, damit, wenn er was braucht, das schneller geht, ne? 20 haben wir gesagt, ne? 18. 19, eins noch. 20. Drei haben wir jetzt gecraftet. Eins, zwei, drei. Das heißt, wir brauchen nochmal drei Harvester. Okay, sind noch nicht im Speicher angekommen, so wie das ausschaut. Aber jetzt. Und da sieht's auch raus. Normalerweise nicht, oder? Na, Slush kann mir mal den Buckel runterrutschen. Brunnen, ja. Haben wir es gleich abgeschlossen hier zumindest. Dann fehlt nur mehr der Strom überall. Weil ich da noch nicht weiß, wie wir dafür sorgen, aber wahrscheinlich von unten, oder? Hm. Wird Sinn machen. Sind die alle in einer Reihe? Yep. Sehr schön, dann haben wir die Farm auch umgebaut. Genau. Na, wer spielt da diese Musik ab?
Die Cave-Musik meine ich, habe ich natürlich gemeint, nicht die, die im Hintergrund läuft, ne? An den Strom anschließen, du musst dann sobald mal alle fertig haben, ne? Ah, die 10 Sanerum sind fertig. Ah, sehr gut platziert. Mehr brauchen. Machen wir noch mal 20 oder so. Oh, ja. Dann haben wir auch hier den Strom. Anschließend müssen wir halt dann noch. Machen wir hier eine Line und dann kommt da irgendwo ein Tesseract dran. Fertig. Tun wir gar nicht viel herum da, stopfen wir den Tesseract rein. Den wir sicher noch auf Lager haben, yep. Das wird nämlich leicht reichen. Dann nehmen wir die mal raus. Schaut's aus mit Plutonium. Immer noch gleich viel, verdammt. Da noch. Sehr schön.
Ja, schön. Und da soll einer sagen, so einen Doppelboot, der bringt nichts. Na. Ist da noch ein Harvester am Craften, zufällig? Nee, dann craften wir jetzt noch einen. Beacon-Setzlinge dürfen dann auch nicht vergessen, die brauchen dann auch noch. Aber da kommen wir schon noch hin. Wird alles noch ein wenig dauern, ne? So. Wie schaut's denn hier aus? Ach. Stimmt ja. Wo ist mein Ranch? Da ist er. 576, da fällt immer noch gleich viel, verdammt. Ja, Muffler müssen wir da eindeutig wieder draufsetzen dann, das habe ich schon gesehen oder gehört. Ja. Oh, wir haben aufgehört, Endermänner zu spawnen. Was? Nein, doch nicht. Sehr schön ruhig ist es. Brauchen dann eben, wie gesagt, mehrere. Dann können wir mal die Supplier craften. So. Da wird der Strom kommen. Und von der Hinterseite schließen wir die Supply-Pipes an. Die ja schon irgendwas sein müssen. Da sind sie auch schon. So. Dann eine Basic, wenn es recht ist. Da hat man einen Ruckler. Sehr schön. Jetzt müssen wir nochmal auf die Flugducts warten.
Perfekto. Holzäpfel und ich nehme an, Setzlinge kann man auch raus, ne? Ich frage mich gerade, ob wir so einen machen, einen doppelten einfach. Oder drei. Einzel. Ach, machen wir drei einzelne. Da ist er. Ich dachte, ich hätte ihn schon wieder mal weggeschickt. Oh, Entschuldigung. So, ja. Das gleiche dann hier. Ja. Dum. Mit eins mehr Abstand lassen sollen, das habe ich schon gesehen. Na, was soll's. Sehr schön. Gut. Damit laufen alle Farms wieder. Wobei wir ja noch einiges machen müssen. So. Gut. Farms hätten wir umgebaut, jetzt bauen wir dieses Mutandis. Damit wir Witchery-Zeug starten können, denn wir wollen ja endlich hier dann Sparks. Und da brauchen wir halt Tombstone und so weiter, ne? Und wir brauchen ja auch Filter und so ein Zeug. Da sollte man, wo ist mein Crafting Table? Hab mir nichts da. Pulverized Coal kann man dann nehmen, cool. Das Falsche genommen. The
Ah, das auch nicht. Na gut. Cola, ja. Pulverizer. Sehr schön. Sehr schön. Und dann schauen wir mal. Kann ja nicht so schwer sein, der Witcher Record Run, ne? Das Buch fällt noch. Gut. Und Shards. Ja, aber wie mache ich denn? Hilfe! Ich habe keine Ahnung, wie geht der? Roadrun and Furnace. Witchery. Ja, aber wie craft man den? Ah. Normaler Cauldron mit dem... Wow. So ein Battle. Was? Was? Das ist aber nicht... Scheibe, das gibt's doch nicht. Ach du Schande. Das können die doch nicht bringen.